Willkommen von der Comics 2013 mit dem neuen Acer K132 und 135 mehr kleinen Beamer. Die schauen auf den ersten Blick genau gleich aus und von vorne schon sowieso. Die haben auch beide 500 Lumen Helligkeit und HD Wiedergabe in einem sehr kleinen Format, wie ihr sehen könnt. Das Ding ist ungefähr, so groß wie eine Handoberfläche. Allerdings haben wir unterschiedliche Anschlüsse hinten. Ihr könnt es hier hinten schon ein bisschen ablesen. Der 135 hat noch Micro SD bzw. einen USB-Anschluss, während der 132 nur mit HDMI hier bedient werden kann. Und das ist eigentlich nur ein Service-USB-Kabel-Eingang. Natürlich, was sehr schön ist bei beiden, dass wir MRMHL haben. Das heißt, ich kann mein Handy hier direkt anschließen, auch über Micro-USB und dann entsprechend einfach alles ausgeben, was ich möchte. Hier sind beide jetzt nicht an, aber natürlich haben wir ein nicht allzu großes Netzteil mit dazu. Und übrigens seitlich natürlich auch noch bei beiden einmal Kensington. Ansonsten, die gibt es nur in Weiß, soweit ich weiß. Hier nochmal übereinander gelegt. Wirklich, das sind genau die gleichen eigentlich auf den ersten Blick. Nur wer nicht unbedingt Micro-SD oder Micro- oder Standard-USB Stick-Anschluss braucht, der kann wirklich hier sich einiges an Geld sparen, beziehungsweise wir haben natürlich noch ein Kabel mit dabei für noch mehr Anschlüsse, wie ihr hier sehen könnt. Allerdings sind beide nur HD-ready, das heißt 1366x768 Pixel Auflösung, aber ich meine, in der Größe ist es völlig genug, wobei 500 Lumen auch eigentlich schon ein abgedunkeltes Zimmer brauchen. In der Bahn oder ähnlichem wird das dann schon etwas schwerer und da bräuchte man schon etwas Größeres, wie man hier noch rechts natürlich auch sieht. Also das war der allererste von dem Acer K132 und 135 von der Comdex 2013. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Palaschka. Bis zum nächsten Mal.